Ja, also ich bin der Nick Salihamidžić. Ich spiele in der U19 vom FC Bayern. Manchmal spiele ich auch in der U23 und ich bin im Verein, seitdem ich 12 bin, also bin ich in der U13 gekommen. Also Fußball war immer ein großer Teil von meiner Familie. Mein Vater war Profi, mein Onkel war Profi. Deswegen war es immer schon im Hintergrund, dass ich auch irgendwie einen Platz im Fußball hatte. Und ja, es hat dann immer so angefangen, dass wir im Garten halt mit meinem Vater, mit meinem Onkel oder generell mit der Familie einfach Fußball gespielt haben, immer Fußball geschaut haben. Und dann, es hat richtig angefangen, wo ich mit 4 nach Italien gezogen bin, weil mein Vater zu Juventus gewechselt ist. Und dann habe ich mit 6 Jahren in der Jugend von Juventus angefangen, habe dann 2 Jahre dort gespielt, bis mein Vater sein letztes Jahr dann in Wolfsburg gemacht hat. Dann sind wir da hingezogen und dann habe ich beim kleineren Verein gespielt, der hieß BSC Acosta. Und von da ging es dann wieder nach München, habe dann bei Unterhaching 2 Jahre gespielt. Und ja, von da ging es dann immer bergauf und dann ging es zum FC Bayern und seitdem spiele ich bei Bayern, seitdem ich 12 bin. Also jetzt, wo ich mit der Schule fertig bin, sieht so ein typischer Tag von Nick Salihamidžić so aus, dass ich aufstehe, so gegen 9. Dann gehe ich duschen, putze meine Zähne, all was man halt normal am Tag macht. Und dann geht es halt von da aus runter, dann mache ich mir was zu essen, frühstück gut, esse dann zum Mittag gut und dann geht es ab ins Training. Zuerst gibt es dann Aktivierung, dann Training draußen mit der Mannschaft und dann eventuell noch Krafttraining nach dem Training. Auch nicht alle Tage, weil man ja nicht zu viel machen soll. Vor allem, wenn man ein Spiel hat in der Woche. Und dann geht es schon wieder nach Hause, Abendessen. Ich glaube, man hat ein bisschen Netflix oder zockt man dann und dann geht es schlafen. Und das ist halt alles wieder von vorne. Ja, schwer zu sagen. Also Ernährung hat ja viel im Fußball zu tun, vor allem mit der Fitness. Wenn man gut isst, ist man auch fitter auf dem Platz. Und ich schaue einfach, dass ich so viel wie möglich esse, aber halt dann auch gesund. Heißt, viele Kohlenhydrate, Proteine, aber auch irgendwie so einen Ausgleich finde, wo ich auch manchmal das esse, was ich essen will, aber halt nicht ungesund. Also, wenn man es anschaut, Bayern München, also für mich der beste Verein der Welt, na klar gibt es einen gewissen Druck, wenn man spielt. Ist auch immer so ein bisschen Nervosität, aber man gewöhnt sich dran, vor allem weil ich so lange schon im Verein bin, ist es für mich jetzt so eher normal geworden. Am Anfang war es schon ein bisschen schwerer, so reinzukommen, aber irgendwann wird es normal, irgendwann spielst du einfach dein Spiel, hast Spaß und bringst einfach deine Leidenschaft auf den Platz. Also ich finde, Druck ist jetzt nicht zu oft da. Na klar, in Wettbewerben wie die Youth League oder K.O.-Spiele im Pokal ist immer ein bisschen mehr Druck. Und auch mit meinem Namen habe ich ein bisschen mehr Druck, immer wenn ich spiele, aber ich finde jetzt nicht, dass der Druck wirklich so hoch ist, weil am Ende des Tages ist es Fußball und dafür lebe ich, dafür arbeite ich und dafür belohne ich mich dann auch auf dem Platz. Also ich würde sagen, du spielst halt in der Youth League gegen die besten Vereine der Welt. Heißt FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool, also all diese ganzen Vereine aus den verschiedenen Ländern, die auch die Top-Mannschaften sind und die auch richtig viel Geld, also die Mannschaften investieren Geld in die Vereine, also in die Jugendmannschaften. Heißt, dass es natürlich immer ein bisschen schwerer ist, vor allem auf dem internationalen Niveau und auch auf so einem Wettbewerb, wo mehr Druck ist, da zu spielen, weil Bundesliga ist ja jede Woche, aber Jugend, die kommt nicht immer alle Tage. Klar muss die Qualität passen, die Einstellung muss natürlich passen. Es gibt, glaube ich, keinen Spieler, der sich das erlauben kann bei Bayern, wenn er einen Fehler macht oder viele Fehler macht, einfach vorne stehen zu bleiben zum Beispiel. Es ist immer eine gewisse Laufbereitschaft dabei sein, fitte Spieler, willige Spieler das Spiel zu gewinnen und natürlich die Qualität auch sehr hoch sein muss, weil FC Bayern ist der Verein, der man erwartet, dass er alles gewinnt, heißt in der Jugend auch. Und deswegen legt der Verein auch darauf viel Wert, dass die Spieler schon den richtigen Weg machen. Und ich würde sagen, dass als Spieler auch will man ja immer hoch zu der U23, also die zweite Mannschaft oder zu den Profis. Und deswegen ist auch jeder Spieler muss auch bei sich selbst anfangen, um diesen Weg dann zu machen. Also ich würde jetzt sagen, wenn es einen Verein gäbe, wo ich unbedingt spielen will, würde es der FC Bayern sein. Wir sind oft im Stadion in der Allianz Arena und sehen es schon alles vor uns. Ich habe auch oben trainiert. Hier ist die letzte Länderspielpause und man merkt einfach, dass es ein komplett anderes Leben ist
und dass die Spieler natürlich unglaublich Qualität haben und dass man von denen viel lernen kann. Also ein Debüt bei Bayern ist schon das Ziel, der Traum und ja. Boah, also das Wichtigste, was ich da also bei den Profis mitgenommen habe, ist wahrscheinlich, wie wichtig jedes Training ist, wie sehr die Profis das ernst nehmen, wie hoch die Qualität ist und dass einfach jedes Training bei jeder Übung 100% gegeben wird. Und ich würde sagen, das habe ich davon mitgenommen und ich versuche das jetzt auch, ob es in der U19 ist, ob es in der U23 ist, auch mitzunehmen. Einfach jeden Tag als neuen Tag sich neu zu beweisen und einfach 100% zu geben. So oft spielen wie möglich, wegen Corona haben wir ja ein ganzes Jahr verloren. Und ich würde sagen, mit der U19 wollen wir natürlich in der Youth League noch weit kommen, wollen wir im DFB-Pokal weit kommen und sich Deutscher Meister erstmal werden und dann vielleicht die Deutsche Meisterschaft auch gewinnen. Aber na klar, es ist von jedem das Ziel, immer höher zu spielen. Also auch, ich habe jetzt 2 Spiele bei der U23 gemacht und vielleicht immer mehr Minuten da oben zu kriegen und einfach sich an den Männerfußball zu gewöhnen. Ja, also es kommt immer von, ich glaube, das hängt ein bisschen an den Eltern auch ab, wie wichtig das denen ist. Aber für meine Eltern war es immer sehr wichtig, dass ich die Schule mache. Ich glaube, es ist für jeden wichtig, dass er so eine Sicherheit hat, weil es kann ja alles im Fußball passieren, man kann sich ja immer verletzen. Es kann auch schief laufen, dass man irgendwie nicht übernommen wird oder so. Auch wenn viele Verträge haben, aber wenn der Vertrag vielleicht ausläuft und nicht übernommen wird, dass man vielleicht nie den Sprung richtig schafft und deswegen muss man immer so einen Plan B haben. Und dann denke ich, dass es schon wichtig ist. Also ich war immer auf Privatschulen, auf englischen Privatschulen und da habe ich auch ein anderes System gemacht. Ich habe IB gemacht, das ist International Baccalaureate heißt es. Es ist so ein Vergleich mit dem Abi und wenn man das vergleicht, hatte ich einen 2,8er Schnitt. Also ich habe es nur gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich ein bisschen auch Reichweite aufbauen wollte, aber ich finde, dass es wirklich eine Nebensache ist im Fußball. Ich finde das jetzt wirklich nicht wichtig, weil es kann auch manchmal eine Ablenkung sein, aber ich sehe das auch als Möglichkeit, weil wenn es im Fußball irgendwann nicht klappt, dass man immer auch als Social Media dann diesen Plan B hat, dass man da auch was machen kann. Aber ich finde es jetzt nichts Essentielles, was man als Fußballer braucht. Ich würde sagen, mein Vater als erstes und Kimmich, weil wenn man das einfach sieht, so auf dem Platz, die Leidenschaft, die er rein ins Spiel bringt und er hat ja auch am Anfang seiner Karriere in meine Position gespielt. Und ist jetzt auf die 6. Position gegangen, aber man sieht es einfach, dass er jedes Spiel, jedes Training nutzt und einfach immer 100% gibt. Ja, klar, aber von meinem Vater, der hat ja vor 9 Jahren seine Karriere beendet und da war jetzt, glaube ich, Social Media nicht so groß wie jetzt. Heißt, es gibt nicht so viele Videos von ihm, aber ich habe mir, glaube ich, schon alle Videos, die es online gibt, habe ich mir schon alle von meinem Vater angeschaut. Aber ich bin auch so ein Typ, der sich wirklich nicht so viele YouTube-Videos von irgendwelchen Spielern oder so anschaut, sondern ich versuche einfach, ich selber als Spieler zu sein. Und na klar schaut man sich Sachen ab von manchen Spielern, aber ich sitze jetzt nicht auf meinem Bett vor jedem Spiel und schaue mir irgendein Video von irgendeinem Spieler an. Aber ja, wenn einer, dann würde ich sagen, mein Vater, bleib dran. Man weiß nie, was im Fußball passiert. Es kann immer was passieren, auch wenn man mal nicht spielt oder wenn man jetzt nicht im NLZ ist, dass man einfach immer weiter an sich hart arbeitet. Weil im Fußball ist es nie zu spät. Es gibt Geschichten wie Jamie Vardy oder verschiedene Spieler, die einfach auch so älter sie wurden, desto besser wurden sie. Und ja, bleibt einfach dran, arbeitet an euch und irgendwann wird sich die Arbeit auch auszahlen.